Das ist so. Gut versteckt. Ehrlich? Naja, jedenfalls herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Wir haben jetzt die 100% im Port Prisma auch. Und im nächsten, und jetzt in dem Part. Das ist nicht der nächste, ich muss mal kurz abspeichern. In dem Part werden wir uns mal um die zur Azurbucht begeben. Aber vorher will ich noch beim Papyroni vor bei dem Kaffee-Toad vorbeischauen. Vielleicht hat er noch was für uns. Und zwar wäre es am besten, wenn ich dann die Gegner auf jeden Fall skippe, weil ich will jetzt die nicht unbedingt besiegen. Damit wäre das auf jeden Fall komplett erledigt. Ja. Hier sieht man es nochmal. Und ich wette, die Verbindung vom Azubuch, der hat dann mit dieser Grotte auch noch was zu tun. Dann schauen wir mal, ob der vielleicht noch was für uns hat. Und wenn nicht, dann geht's dann ab zur Azurbucht. Weil allzu viel können wir auch nichts machen. So, hier könnte ich noch ein paar Blöcke anhauen, wenn es noch geht. Oder hier die eine Münze. Mit dem Münze, dem Block hier. Und so weiter und so fort. Was jetzt mit uns mit den Kampfkarten auch nicht gerade so schlecht steht. Wir haben so, glaube ich, 50 oder so. Da wird das ja wohl reichen. Um dann uns für die nächsten Gebiete. Also damit hörst du wahrscheinlich also die Azubucht ein optionales Gebiet sind, obwohl es jetzt nicht optional ist, weil. Weil wir dort eben nach einem Toad suchen müssen, der sozusagen zugleich einen Schlüssel fungiert. Also einen Schlüssel-Toad wie Justiza-Toad, den ich natürlich falsch ausgesprochen habe. Ein Gast? Yippie! Ich hatte seit Ewigkeiten keinen Kunden mehr! Oh, du bist es nur, Mario. Das war's dann wohl. Es ist Zeit, meinen Träumen Adieu zu sagen. Naja, sieht ganz danach aus, als hätten wir deine gesamte Kundschaft platt gemacht. Aber warte mal, gab es da nicht jemanden, der genau so einen Café gesucht hat? Und nun das andere Hüppchen auf dem Café, den das Leben braute, begrüßt mit mir den Besitzer des Kaffeehauses Prisma! Dieser Laden ist perfekt, keine Kunden, weit und breit, ein richtig schönes Trauerspiel! Hey, würdest du vielleicht deinen Kaffee gegen meines im Port Prisma tauschen? Ich wollte schon immer ein unfähiger Kaffeehausbesitzer sein, der gerade so über die Runden kommt. Sorry. Man sollte lieber nicht über Missgeschicke lachen. Wie bitte? Das Kaffeehaus Prisma läuft doch super und hat jede Menge Kunden. Na gut, wenn du unbedingt willst, dann tauschen wir eben. Es ist wunderschön, Mario. Vielen Dank für das Aufsprühen eines derart fragwürdigen Juwels. Hier, dieses kleine Maklerprovision sollte dich für deine Mühe mehr als angemessen belohnen. Ja, das wird es. Eine Eisblumenkarte. Kaffeetastisch! Ab heute bin ich der neue Inhaber vom Kaffeehaus Prisma. Hut ab! Somit haben wir zwei Seen glücklich gemacht. Das ruinöse Aussehen wird dem herunterhängenden Schild voll verstärkt. Perfekt. So haben wir zwei Leben gerettet. Einmal das hier und dann das... das vom Port Prisma. Ich werde jetzt nochmal kurz beim anderen vorbeischauen, ob es bei ihm auch wirklich gut läuft. Sorry dafür. Machen das dann gleich weiter. Keine Bange. Ich habe wieder das dumpfe Gefühl, meine Nase läuft. Ach, egal. Ehrlich, also diesen farblosen Fleck, den konnte man gut übersehen. Ist jetzt nicht so, dass es unübersichtlich war.
Hallo Mario, danke noch einmal, dass du mir geholfen hast, hier Fuß zu fassen. Hier ist es viel netter als in meinem alten Café. Komm gerne jetzt wieder, bist mein Lieblingsstammkunde. Ja, komm ich dann gerne, wenn das Quest vorbei ist. So, aber jetzt wirklich. Auf zur Azurbucht. Ob das ein schönes Urlaubsparadies ist oder ob das wieder von Gegner wimmelt. Nehmen wir dann gleich. Und wir brauchen ja immer noch eine dieser Toads. Zwei davon. Und hier gibt es nur einen einzigen Stern. Wollen wir mal schauen, ob der Toad wirklich hier ist. Das Level verwirrt uns langsam, wirklich. Aber sieht schon mal schön idyllisch aus, ne? Hey Mario! Wir bereiten uns hier auf der Azurbucht auf das Ozeanfest vor. Wie der Name schon leicht andeutet, fallen wir dabei den Ozean und lassen die Seekuh fliegen. Das wird die totale Party! Ozeanfest? Die Farbstände sind weg und ich schmeiß eine Strandparty? Naja, so sind sie, die Toads. Ich vermisse sie, um den Prisma-Brunnen tanzen zu sehen. Wenn im Port Blitman je wieder eine Toad-Party steigen soll, müssen wir die großen Farbstände finden. Hier in der Azurbucht muss irgendwo ein kleiner Farbstand sein. Am besten sehen wir uns mal ein bisschen um. Und anscheinend sind die Toads nicht die einzigen, die Urlaub machen. Seht ihr, wer da vorne ist? Seht ihr das? Ja, das kann man auch drehen. Hey, ungefragte Gäste sind hier verboten! Und die gefragt zählen natürlich Koopas, Goombas und... Schießt mich den Gucker ab. Ja, und das Gartner ab braucht mir natürlich nicht. Kann sein, dass ich mich unter... Ich wollte jetzt schon sagen, unterwegs muten muss. Ich muten muss, wenn ich mich schneuzen muss. Hört sich einfach nicht gut an, wenn man das jetzt mit dem Let's Play macht, wisst ihr? So, das gleiche geht auch für dich! So, haben wir noch ein paar Sprünge? Den wir halt einen drei... Ja, da haben wir noch einen kaputten. Warum habe ich den vorher nicht über... nicht gesehen. Ach, egal. Machen wir mal wieder Koopa Bowling! Yay! Sorry, aber... Ich kann einfach nicht widerstehen. So, und dich, Freundchen, können wir dann gleich. Seht ihr mal die Grafik, die ist einfach so wunderschön. Wenn ich jetzt mal den Sand treffen würde, danke schön. Sieht einfach so wunderschön aus. Echt idyllisch. So und... Ja, wusste ich's doch. Da hinten ist natürlich noch ein versteckter Block, der hier hochläuft zu einer Seriensprungkarte. Also kurz zur Erklärung. Es müsste... ja, Seriensprung. Ich führe einen ganz gewöhnlichen Sprung über alle Gegner eine Reihe aus... perfekter Ausführung auch wieder zurück. Das ist wie der Multisprung aus Paper Mario 2 und 1. Wohlgemerkt eher 1 und 2, ne? So, dann schauen wir mal da hinten um, was da noch so ist. Sehr viele Farbflecken und ne... Was macht der eigentlich dort? Ich dreh noch durch! Wo ist der nur? Es heißt, dass ein legendärer Pirat in dieser Höhle seinen Schatz versteckt hat. Ich habe hier schon alles nach einem versteckten Schalt dort sowas abgesucht. Der Schatz ist wohl auch nur eine Legende. Einen versteckten Schatz. Nö. Hätte auch keinen Sinn ergeben, wenn es funktioniert hätte. So, jetzt sind wir mal hier oben.
Jedenfalls ein schönes Urlaubsparadies. Ich muss mich kurz muten, einen Moment. So, bin ich auch schon wieder zurück. Es nervt einfach, wenn man das so im händen Part noch machen muss. Ja, und ich habe nicht vergessen zu muten, wie im letzten Part. Indem ich mich aus Versehen gemutet habe. Und dann schauen wir mal hier oben um. Denn wir haben schließlich hier auch noch was zu tun. Wir können nicht einfach hier einen auf Urlaub machen. Aber ehrlich, das erinnert mich wirklich an Mario und Luigi Dream Brothers. Oder sagen wir mal, das könnte fast schon an Paper Mario 2 angelegt sein. Nintendo, falls ihr dieses Video seht, bitte, bitte, bitte gib mal ein Remake oder wie nennt man das andere? Oder mal eine Virtual Console Version davon draus, bitte! Unglaublich! Was für eine Aussicht! Entschuldigung, aber ich hatte echt noch nie die Gelegenheit, diesen Teil des Meeres zu sehen. Wirklich toll! So blöd, dass ich gerade nur ein Stück Papier bin. Sonst würde ich garantiert mal reinspringen. Da kommen wir mal zu einer interessanten Frage. Wie waschen sich eigentlich Toads? Also die Papier-Toads und Papier-Mario, ne? Wie waschen die sich? Wenn sie anscheinend davon nicht wasserfest sind, Gute Frage. Das sollten wir mal vielleicht mal die Experten mal befragen. Vielleicht gibt's jemand unter euch, der es vielleicht wissen könnte. Dann könnt ihr mir gerne dann schreiben. Oder wenn ihr eine Vermutung habt, dann auch. Und dass ich das übersehen habe, das glaube ich ja kaum. Aber ich glaube, das Gebiet wird wahrscheinlich nicht allzu groß sein. Dieses Ozeanfest da beginnt bald. Sorry. Das ist sicher toll, wenn man sich was aus solchen Veranstaltungen macht. Nur der Koopa hier stört. Du bist nicht eingeladen. Okay, da ist er ganz alleine. Hammer wäre jetzt sowieso sinnlos in dem Panzer. Ist halt die Frage. Ah, ich habe noch ein paar kaputten Schuhe. Sollte man die wieder mal brauchen? Weil ich habe jetzt auch noch nicht das Bedürfnis, in den Laden zu gehen und was zu kaufen. Und ich werde mich bemühen, dass ich diesen Witz nicht mehr zu oft bringe, weil es könnte mitunter nervig sein. So, und das Ganze kann man natürlich auch noch umdrehen hier. Sieht das an. Entschuldigung! So, jetzt stimmt's. Komm schon, ne? Danke. So, und hier haben wir noch ein Schiff, ne? Wie sieht es eigentlich jetzt gerade aus? Mit den Prozent. 25%, das kann schon irgendwas Größeres sein. Dieser blaue Tod ist mal wirklich cool. Er will ans Ende der Welt segeln und das in dieser Nussschale. Ich frage mich, wie das Ende der Welt wohl aussieht. Hat man da eine tolle Aussicht? Und wie, ja, worauf? Ruhe! Es geht dir nicht darum, cool zu sein oder einen schönen Ort zu finden. Ich mache mich auf diese lange, beschwerliche und potenziell nicht nur zerreißende
Reise, um meine Bestimmung zu finden. Klingt nach einer ausgewachsenen Sinnkrise. Aber wenn du mit dem Kahn aufs offene Meer ausschippest, hast du bald eine Sinkkrise. Hey, das Ozeanfest fängt endlich an! Kommt mit! Wurde auch Zeit. Auf geht's! Wir gehen uns amüsieren. Viel Spaß mit deinem Boot noch! Ozeanfest! Ich habe keine Zeit für euren albernen Feste. Meine Bestimmung ruft! Wieso will mir es nicht aus dem Kopf gehen, dass dem noch was passiert? Okay, das ist nichts mehr. Uneingefärbt, weil hier kann man noch sehr leicht was Uneingefärbtes übersehen. Einfach weil der Sand einfach gelb ist. Hier haben wir noch ein Schild. Willkommen zum Ozeanfest. Hier geht's lang. Dann werden wir mal das schöne Ozeanfest mal bewundern. Und von dort sind wir ja gekommen, ne? Vorhin konnten wir ja nicht durch, da waren noch 4 Toads, die den Weg versperrt haben, weil sie das Fest vorbereiten mussten. Und hier die Cheep-Chips springen auch fröhlich umher! Und ich wette, das sind sogar auch noch Gegner. Oh, noch ein Hüpfpushen hinterher. Wenn ihr gerne einen auf die Fresse haben wollt, Cheep-Chips, dann kommt nur her! Ja, und das ist schon der erste. Okay, dann werden wir für dich einmal... So, hier mal den Dreiersprung, ne? Scheiße. Ist jetzt nicht gut gelungen. Der ist leider nicht ganz liegt. Autsch, das macht aber viel Schaden. Dann sieht man, die werden langsam richtig stark. Oh, wir haben doch noch ein paar abgenutzte Schuhe, ne? Die mit dem Koopa noch gerne ins Gesicht treten können, wenn er sein Gesicht noch draußen hätte. Und tschüss. Okay, der normale Sprung macht nicht so viel aus. So, und für dich haben wir noch auch das passende Utensil. Hier den Hammer. Ich benutze jetzt auch nur einen, weil zwei sind mir einfach noch deutlich eine Verschwendung. Ach, das war jetzt nicht so ein gutes Timing, aber egal. Egal. So, und euch zwei nehme ich jetzt auch noch zur Brust. Gott. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall einen heftigeren Kampf. Was machen wir jetzt da? Okay, würde ich zwei davon nehmen. Das könnte jetzt ein bisschen schwer werden, vor allem wenn ich das Timing wieder verkacke. Jetzt so einfach mit dem Stylus mit noch zuspringen. Okay, die überleben also auf jeden Fall den ganzen Combo. So. Schon mal interessant zu wissen. Und wegen dem Timing vom Block müsst ihr keine Sorge machen. Das sagt genau jetzt derjenige, der sich einfach treffen lässt, ne? Ist logisch, ne? So, haben wir doch noch zwei eingestaubte Hämmer, oder? Oder so einen, ne? Auch gut. Da reichen ja abgenutzte Hämmer.
Hat sogar einen einzelnen gereicht, aber ich habe gerade keinen einzelnen gefunden. So. Und wir kriegen wieder ein Farb-Upgrade. Und diesmal um weitere 20. Oh, wenn sie mir nicht gerade im Weg stehen, werde ich sie auch nicht gerade bekämpfen, ne? Okay, und das könnte man jetzt auch übersehen als Farbfleck. Beziehungsweise als farblose Fleck. Wie will... Ehrlich, ist das so schwer, dass ich ein richtiges Deutsch kann, oder ne? Und was machst du eigentlich hier? Zum Ozean, was geht's hier entlang? Aber Vorsicht, die Jeep-Chips sind auch schon ganz aus dem Häuschen. Ja, das habe ich gemerkt. Die haben sich... So, und zum Not noch ein Hammer. Weil ich weiß nicht, ob jetzt ein normaler Sprungserie gereicht hätte. Vor allem, wenn ich schon wieder das Timing verkacke. Alter, was ist heute mit mir los? Ja, hätte nicht gereicht. So, und jetzt kann ich Risiko eingehen, halt lieber einen Super kassieren dafür. Und du kommst jetzt her! Okay, das ist nur ein Einzelner. So, aber trotzdem zwei Hämmer, wenn ich noch... Oder ich könnte mal experimentieren. Nehme doch mal einen normalen. Schauen, ob der reicht. Wenn ich ihn annehme, dann super anbringe. Ja, hätte sogar gereicht. Gut, das heißt, die abgestaubten Versionen. Oder die abgenutzten Versionen, wie man es auch gerne nennen möchte. Die werden langsam zu. Mainstream. Zu schwach eher. Und du hast es gerade Glück, dass ich dich nicht getroffen habe. Und jetzt der eins mit dem Mammer rübergezogen bekommen, ne? Also so rück ist das Strändchen auch wieder nicht. Und das wird dann lustig sein, wenn ich hier einen farblosen Fleck übersehe. Das hast du jetzt davon. Und wir werden das in diesem Part nicht mehr ganz schaffen, das sehe ich jetzt schon. So. Ja, wird da Zeit, dass ich da mal die alten Hämmer mal rauswerfe. Weil die sind einfach der Zeit nicht mehr gerecht. Man braucht zwei Hämmer. Und wenn du schon so schön dahergekrochen kommst, kannst du gleich auch noch eins haben, ne? Okay, da werden jetzt schon zwei vonnöten sein. Gut, dass wir die noch von... Wer weiß wohin... woher ich die habe. Und mir geht langsam die gelbe Farbe aus. So, das hat gereicht. Man braucht ja zwei. Denn... So, aber die Koopas sind einfacher. Einmal anspringen, schon sind sie im Panzer und dann kannst du den Panzer verwenden, um sie an andere zu schleudern. Und... Ein Detail, was mir vorhin nicht aufgefallen ist, das fiel mir jetzt erst in Part 7 auf. Obwohl, eigentlich fiel es mir schon in Part 6 auf, ich hab's vergessen zu erwähnen. Denn der Kampfhintergrund passt sich nämlich genau dem Hintergrund an, in dem wir den Kampf begonnen haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel hinter dem Koopa ein Hindernis ist, dann musst du davon ausgehen, dass der Panzer wieder zurückkommt. Und dann
verletzt du dich halt noch selber. So, das wäre auch schon geschafft. Und ich hoffe, ich übersehe da wirklich keine farblosen Flecken. Okay, da hinten geht es wahrscheinlich weiter, nehme ich mal an. So, für dich diese Schuhe, hä? Ja, das wird garantiert nicht mit dem Part ausgehen. Da werden wir wahrscheinlich im nächsten Part immer noch beschäftigt damit sein. Und an den großen roten Farbstern im Karmesinturm kommen wir halt nicht dran. Weil eben noch die zwei Toads fehlen und wer weiß, wo die sind. Gut, das. Langsam gehen mir die Jeep-Chips auch auf die Nerven. Wenn sie zu sehr auf die Nerven gehen, kann man einfach auch Flucht wählen, aber. Ich friere nur ungern, wisst ihr. Und ich habe noch ein paar abgenutzte Schuhe, die weg müssen. Alter, kann ich das Timing nicht mehr, oder wie? Das ist ja abnormal. Okay. So, die Frage, haben wir noch irgendwas Schwächeres? Zum Beispiel hier den Shy Guy. Ja, das ist der Grüne. Klauen von dem Gegner ein bisschen Farbe. Und sind sogar noch ein gutes Schutzschild. Ja, was vielen Dank. Wir haben die provisorischen Partner. So, und ich. Komm auch noch einen roten. Hat schwer einzuschätzen, wie viel KP die haben. So, danke, Shy Guy. Also, da gehen wir dann gleich hin. Ja, und hier ist noch ein Block mit einem weiteren Seriensprung. Und ich will jetzt sicher gehen, dass hier. Gut. Wie ihr wollt. Einen Hammer und dann einen Dreiersprung. Ihr wollt es ja nicht anders. Seht ihr, langsam gehen auch die Gegner mal wirklich auf den Senkel. Nein! Ich bin doch. Jetzt habe ich wieder ein Problem, weil ich wieder so ein Idiot bin. Das ist wieder mal so ein typischer Fail meinerseits. Ja, und nach dem Kampf muss ich dann wirklich schon mal den Part beenden. Oder schauen wir, dass ich noch in den nächsten Screen komme. In der Hoffnung, dass mich nicht schon wieder ein Jeep-Jeep anspringt. Und den Koopa lasse ich jetzt in Ruhe! Nein! Springst mich nicht nochmal an! Was hast du zu sagen? Nach der Brücke kommt der Ozean. Festplatz auf dessen Bühne diverse Veranstaltungen stattfinden. Und bevor wir in den nächsten Screen campen, ende ich den Part hier. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Part, wenn wir dann die Azurbucht abschließen. Bis dann und. Ich kann noch eigentlich noch rüber. Sehe ich gerade. Bis dann und tschüss.